Hey Freunde, herzlich willkommen auf den Masterful. Willkommen zum ersten FIFA 23 Video. Wir starten rein mit einer Sprint to Glory Match Attacks Edition. Wir stellen natürlich erstmal einen neuen Trainer. Wie der aussieht, völlig egal, wir nehmen mal den in der Mitte. Wir nehmen an dieser Stelle natürlich einen authentischen Verein. Jetzt natürlich die Frage, welchen Verein nehmen wir hier? Aber jetzt erstmal der Teil, warum das Ganze eine Match Attacks Sprint to Glory ist. Viel Spaß. Wir starten rein in den Unboxing-Teil des Videos. Ich habe 3 10er-Booster der aktuellen Match Attacks-Serie. Das heißt, ich werde hier heute 30 Spieler bekommen. Hoffentlich, wenn hier keine Logos und so weiter dabei sind. Starten wir rein. Jonas Hoffmann, das ist schon mal eine richtig gute Karte. Ein Lars Stindl ist auch schon mal richtig nice. Ein Niklas Süle kriegen wir. Yusuf Pausen auch nicht schlecht. Oliver Baumann. Ach, den würde ich eher aussortieren. Maxi Arnold, wie geil ist das denn? Markus Thuram. Kerim Çanakkale, okay, dann haben wir nochmal Clinton Mola. Die Ausbeute des ersten Boosters war ja jetzt ja gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, ich werde mich roundabout für 20 Spieler entscheiden, die ich hier in dieses Sprint to Glory einbaue. Natürlich wäre es auch geil, wenn ich einen Torwart bekomme. Jetzt haben wir hier erstmal Matchwinner Robert Glatzel für den Angriff. Auch nicht so verkehrt. Helden von morgen können wir natürlich auch ganz gut gebrauchen. Augsburg, Club-Logo, Meisterschale, Dani Olmo. Ja, also offensiv, Mittelfeld sind wir auf jeden Fall schon mal richtig gut unterwegs. Und ich hätte wirklich gerne jetzt noch irgendwie einen Torwart. 20 Karten sind ausgepackt und wenn ich keinen Torwart habe, ist das für eine Sprint to Glory natürlich mega doof einfach. Geht direkt los. Starspieler Sadio Mané. Yes! Geil, also Angriff ist schon mal richtig nice. Dann haben wir hier Adli von Leverkusen. Thomas Müller ist natürlich auch geil, den direkt in der Sprint to Glory dabei zu haben. Na komm schon, irgendwie nochmal ein Torwart. Angriff, die letzten 2 Mittelfeld und Mitchell Weiser. Wir stellen Mitchell Weiser ins Tor. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe gerade nochmal durchgeschaut und wir haben Oliver Baumann fürs Tor. Und für welche Spieler ich mich jetzt am Ende entscheide, seht ihr jetzt in der Sprint to Glory. Das war der Unboxing-Teil. Meine 20 Spieler stehen fest und ich habe sie alle nach Köln transferiert. Das Vorbereitungsturnier nehme ich natürlich mit. Ich nehme mal das Einfachste, weil Geld spielt hier ja sowieso in dieser Karriere, in dieser Sprint to Glory, keine Rolle. Schauen wir uns doch erst einmal die Mannschaft an. Ich habe mich jetzt von den 30 Karten für 20 entschieden und das sind jetzt meine Spieler. Welche von Talent ist und wer nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir definitiv eine richtig gute Aufstellung mit Mané, mit Hoffmann, Arnold, Thomas Müller. Das ist alles schon mal gar nicht so verkehrt. Allerdings möchte ich natürlich auf eine 4-3-3 offensiv wechseln. Natürlich, so ein Thomas Müller spielt ZOM. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich jetzt den Köbbing hier noch habe, aber ich denke mal, das ist okay. Ich habe wahrscheinlich einfach vergessen, den aus der Kölner Mannschaft rauszulöschen. Baumann, den hatten wir ja gezogen. Der ist unsere klare Nummer 1. Ich würde sagen, die Mannschaft steht und dann werden wir jetzt mal vorsimulieren. Und zwar bis zum 31. Dezember. Mal schauen, was in der Zeit passiert. Alles passiert. In der Winterpause angekommen, schauen wir uns doch mal die Tabelle an. Wir sind aktuell auf Platz 9 mit 17 Spielen und nur 6 Siegen. Das ist natürlich nicht besonders viel. Im DFB-Pokal haben wir mit 4:0 die vierte Runde, das Viertelfinale erreicht und spielen gegen die Bayern. In der Conference League haben wir die Gruppenphase auch geschafft. Auf Platz 2 spielen jetzt in der sogenannten Vorrunde jetzt gegen Midtjylland oder so. In der Teamzentrale schauen wir mal eben durch, ob sich da jemand großartig verbessert hat. Dominik Kor plus 3, das ist schon mal nice. Ivan Sunjic, den haben wir jetzt als Innenverteidiger. Ich habe ein paar Spieler ein bisschen umtrainiert, deswegen haben wir jetzt gerade so viele Innenverteidiger. Nikolai Rapp hat sich auch ganz gut entwickelt, plus 3. Dani Olmo plus 3. Ja, plus 1. Müller leider minus 1 aufgrund des Alters. Stindl auch aufgrund des Alters minus 3. Muss natürlich jetzt auch nochmal ein paar Verträge verlängern. Hier sieht man zum Beispiel, was Schindler Vertrag läuft in 7 Monaten aus. Auf der Sturmposition plus 1 bei Adli. Glatzel hält die 73. Okay, also die Spielerentwicklung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich mache jetzt mal eben im Schnellverfahren die ganzen Verträge. Und dann würde ich mal sagen, wir sind mal so mutig und gehen rein bis zum keine Ahnung, komm, wir machen mal hier 31. Mai.
Eieiei, es scheint wohl nicht ganz so gut auszusehen. Naja, Platz 7, naja, ne? Wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen gesteigert in der Rückrunde. Wir sind hinter Dortmund, haben eine positive Tordifferenz. Also Meister wird der FC Bayern. Im DFB-Pokal haben wir nach Elfmeterschießen die Bayern geschlagen, verlieren dann aber leider gegen Leverkusen. Und DFB-Pokalsieger wird RB Leipzig. Champions League-Sieger wird Paris Saint-Germain. In der Conference League sind wir erst einmal weiter ins Achtelfinale, haben dort leider mit 3:2 verloren. Ich habe ja vorhin gesagt, das Transferbudget spielt keine Rolle, das stimmt so jetzt doch nicht. Oha, hier gibt es auf jeden Fall, ja, wir haben ein Transferbudget von 23 Millionen für dieses Jahr und ich hätte vielleicht auch einen Verein nehmen sollen, der ein bisschen mehr Kohle hat. Denn das Problem, das wir gleich haben, ich werde natürlich nochmal einen Booster öffnen. Nach jeder Saison, solange ich Booster habe, werde ich hier Booster öffnen und versuchen, mein Team zu verbessern. Und diese Spieler muss ich dann natürlich dazu kaufen. Doch vorher schauen wir uns mal an, wer sich hier wie verbessert hat. Dominic Kor plus 3, das ist sehr nice. Süle plus 1, Kilian plus 1, Antunic plus 3, Rapp auch plus 3, ein Flick plus 2, also die Spieler entwickeln sich schon. Marvin Obus plus 3, Arnold plus 2, sehr geil. Dani Olmo auch plus 2, Thomas Müller leider minus 2, Lars Stindl, Alter, ist bedingt minus 4. Der wird uns auch verlassen. Jens Kastrop plus 2,65, Jonas Hoffmann hält die 81, Sadio Mané auf 90, jawohl, der ist jetzt mittlerweile bei mir auch linker Flügelspieler, also nicht mehr nur LM, den habe ich auch umtrainiert. Yusuf Paulsen plus 1 finde ich auch nochmal nice, Adli leider nur plus 2 und Glatzel hält die 73. Wir öffnen also den nächsten Booster, 10 weitere Spieler sind natürlich am Start, mal gucken, was wir uns überhaupt leisten können, aber diese Spieler, die ich jetzt hier dürfte ich mir dann dazu kaufen, das ist auf jeden Fall schon mal mega spannend. Wir kriegen einen Niklas Dorsch, Abwehrwert 80, gar nicht so verkehrt. Dann hier von Leipzig, Guardiol, auch nicht so schlecht. Dann hier ein Da Costa, Außenverteidiger, vielleicht. Oh, und Donny Malen ist auch nicht schlecht. Ha, Peter Gulaschi, ja, neuer Torwart. Okay, ja, von den Werten her weiß ich jetzt nicht. Ah, und nein, wir kriegen gleich 2 Stücke. Und Dani Latzer nochmal von Schalke. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Burner. Angekommen in der neuen Saison oder zum Start in die neue Saison, schauen wir uns natürlich jetzt erst einmal die Transferzentrale meint er. Ich habe jetzt nämlich die Spieler, die wir gerade im Pack gezogen haben, hier schon mal auf die Transferliste bzw. auf die Liste gesetzt. Ein Gulaschi, leider schon viel zu alt. Auch so ein Dani Latzer, leider viel zu alt für unser Projekt. Ich glaube, Da Costa könnte ganz interessant sein, denn ich brauche einen Außenverteidiger. Ich glaube, Mitchell Weiser, der wird uns jetzt gleich verlassen. Und unser aktuelles Transferbudget beträgt 47 Millionen. Okay, also damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Ich würde jetzt aber definitiv nochmal abwarten, was denn so bei den einzelnen Spieler dabei rumkommt. Und Dani Malen, der wäre natürlich mega interessant für den Angriff. Oder natürlich auch ein Josca Guardiol für die Innenverteidigung, auch ziemlich nice. Aber ich denke mal, dass wir uns den dann doch nicht leisten können. Wir sind bereits in die Saison gestartet, aber wie gesagt, der Transfermarkt ist noch geöffnet, noch kann ich den ein oder anderen Spieler ins Team holen. Der Guardiol ist leider ein bisschen zu teuer. Das Geld haben wir aktuell nicht. Dani Malen, auch sehr interessant, den könnten wir vielleicht. Ich bin gerade heftig dabei, hier zu verhandeln. Wir sind bei einer Transfersumme von 42 Millionen gelandet und im Tausch mit Yusuf Paulsen, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Deswegen werde ich das jetzt mal akzeptieren, weil dann haben wir Dani Malen als festen Stürmer. So, Sadio Mané begrüßt unseren neuen Stürmer. Also der Angriff ist bei unserem Team mittlerweile schon recht ordentlich. Und Malen steht als Stürmer natürlich direkt in der Startelf. Also damit haben wir schon mal einen richtig guten Transfer in der zweiten Saison getätigt. Wir haben jetzt noch ein Transferbudget von 7,3 Millionen. Das ist nicht mehr wirklich viel. Der einzige Spieler, der jetzt noch interessant wäre, wäre der Guardiol, aber den können wir uns aktuell nicht leisten. Alle anderen Spieler oder zumindest hier ein Latzer und ein Gulaschi sind leider für unser Projekt zu alt. Ich weiß halt nicht, wie lange ich diese Sprint, glaube ich, spielen muss. Wir werden jetzt mit dem neuen Team auf jeden Fall, wo ist denn jetzt hier der unter Büro? Ah, wir gehen jetzt mal in die Halbwinter-Transferphase. Pause. Also damit meine ich den 31. Dezember. Es sieht gar nicht so schlecht aus, die Tabelle. Auf Platz 4 ist ja der Wahnsinn. Und zwar aus 17 Spielen 9
Siege. Wir sind ein Platz hinter den Bayern. 10 Punkte hinter Leverkusen. Im DFB-Pokal spielen wir im Viertelfinale gegen RB Leipzig. Und in der Conference League haben wir in Gruppe H sogar den Gruppensieg geschafft und spielen jetzt in der sogenannten Vorrunde. In der Teamzentrale Baumann plus 1 ist ja der Wahnsinn. Ansonsten wenig Veränderungen. Dani Olmo nochmal plus 1. Thomas Müller minus 2. Den sollten wir vielleicht jetzt auch so langsam mal verkaufen. Allerdings natürlich nochmal den Vertrag delegieren. Denn für einen Thomas Müller kriegen wir jetzt noch Geld. Malen plus 1 auf 83, das ist natürlich super. Adli plus 1 auf 77. Ja, den Glatze, der ist natürlich auch nicht so der Burner. Ich habe jetzt einen Thomas Müller für 27 Millionen verkauft. Das heißt, ich habe jetzt nochmal 33 Millionen und könnte eventuell einen neuen Spieler kaufen. Wirklich gebrauchen könnte ich einen ZM und einen Linksverteidiger. Ich hätte Latza, aber natürlich auch viel zu alt. Da Costa auch 30. Ob der Linksverteidiger spielen kann, ist auch nochmal so eine Sache. Und der Guardiol wird natürlich auch nicht gerade günstiger, aber wir können es ja mal versuchen. Aha, Spieler ist unverkäuflich, hat sich erledigt. Mal so ein Dani Latza für 1 Million. Ich brauche ja diese Position jetzt eigentlich auch unbedingt. In der Verhandlung mit Dani Latza, also Ablösesumme 900.000, jetzt 2 Jahre Vertrag. Jetzt müssen wir natürlich nochmal irgendwie ein Gehalt finden, was ja für ihn wahrscheinlich so einigermaßen in Ordnung ist. Also es soll ja auch nicht scheitern, ne? So 8.100. Komm, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ah, das gibt's doch nicht. Gehalt indiskutabel, anstatt dass er was vorschlägt. Nein, dieser Bug bei FIFA seit 10 Jahren immer das Gleiche. Na gut, dann nehmen wir einen Niklas Dorsch. Allerdings 20 Millionen Mark mehr, aber fast eine 80er Gesamtstärke. 17 Millionen soll er kosten. Rollenkader wichtig, Vertragsdauer 4 Jahre. Jetzt müssen wir nochmal den Bonus entfernen, schauen, was dann dabei rumkommt. Und ja, wir verpflichten Dorsch für 4 Jahre. Das ist aktuell unser Team. Also Niklas Dorsch kommt hier direkt in die erste Elf, da wo ich ihn brauche. Und jetzt könnte ich natürlich, beziehungsweise vielleicht kann ich den Kilian ja auch umtrainieren. Linksverteidiger. Okay, das wird wohl nix. Und wir trainieren Niklas Dorsch nochmal auf ZM um. Dann kann er die Position auch hoffentlich ein bisschen besser spielen. Wir haben noch 13 Millionen und ich glaube, so ein Dani da Costa wäre doch gar nicht ganz verkehrt. Zumindest irgendwie als Backup-Spieler. Mit Latza hat es ja jetzt nicht geklappt. Wir gehen mal rein in die Verhandlung mit Dani da Costa. Für 3,3 Millionen und einem Festgehalt von 15.500 verpflichten wir Dani da Costa und bestellen ihn auf die linke Verteidigerposition. Richtig nice, guter Transfer. So sieht mein Team aktuell aus und damit gehen wir jetzt in die Rückrunde. Verträge sind jetzt auch alle verlängert. Leider ist der ein oder andere Vertrag ausgelaufen in der letzten Saison, wo ich natürlich blöderweise nicht drauf geachtet habe. Aber die wichtigsten Spieler sind alle noch da. Der Kader steht und wir hüpfen mal bis zum 30. bzw. 31. Mai. Schauen wir uns als allererstes mal die Tabelle an und wir haben gerade gesehen, wir haben den DFB-Pokal einfach gewonnen. Wir sind in der Tabelle auf Platz 6, also auch nächstes Jahr wieder international dabei. Der Vorsprung nach oben zu Leverkusen ist leider ein bisschen zu groß. Im DFB-Pokal schlagen wir Leipzig, wir schlagen Werder Bremen und gewinnen gegen Frankfurt den DFB-Pokal. Champions League gewinnt in diesem Jahr Atletico Madrid und in der Conference League sind wir nicht ins Finale gekommen, Halbfinale auch nicht, Viertelfinale auch nicht, Achtelfinale. Finale. Ah, da sind wir knapp gegen Gent raus. Schauen wir uns mal die Teamzentrale an, wie es hier aussieht. Baumann plus 1 im Alter von 33. Das ist auf jeden Fall schon mal geil. Den werden wir noch ein bisschen weiter behalten. Smolcik plus 1. Immerhin eine Entwicklung auch bei Kian plus 1. Also so hintenrum. Ah, hier habe ich wieder irgendeinen blöden Vertrag vergessen. Ja, Florian Flick plus 2. Auch nicht schlecht. Dorsch auf 80. Guter Transfer gewesen. Arnold plus 1 auf 83. Sehr nice. Dani Olmo plus 2 auf 36. 80. Also offensiv. Jonas Hoffmann auch nochmal plus 1 auf 82. Mané 90, 84 Malen. Und Adli 77, 83. Leige vor 73 Glatzel. Ja, und jetzt müssen wir natürlich nochmal schauen. Erstens, welches Budget kriegen wir nächstes Jahr? Und was ist jetzt in den nächsten oder in dem nächsten Booster drin? Ende Saison 2, nächster Booster, nochmal 10 mögliche Spieler, hoffentlich auch mal ein paar Talente, die wir vielleicht jetzt noch holen könnten. Es geht, ach Mann, na gut, von Augsburg, okay, da müssen wir mal gucken, ob wir den ganz gut bekommen. Wie heißt er jetzt, Helden von morgen? Das ist Ricardo Pepi, okay, von Augsburg. Dann haben wir hier einen Matchwinner, Jerome Gondorf, okay, müssen wir mal schauen. Dann haben wir Demir Bay, vielleicht mittlerweile ein bisschen zu alt, aber ganz nett. Rebiger, oh, ich weiß nicht, wir schauen mal. Dann haben wir
von Hoffenheim weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist auch nicht so der Burner. Auch nicht so der Burner. Und Till ist, naja, was soll ich sagen, auch alles nicht so der Burner. Wir starten in die nächste Saison und haben tatsächlich ein Transferbudget von 71 Millionen. Alle neuen Spieler sind jetzt auch auf der Transferzentrale drauf. Und wir haben hier direkt mit einem Außenverteidiger einen freien Spieler, den sollten wir auf jeden Fall verpflichten. Und wir haben den ersten Spieler verpflichtet. Und am liebsten würde ich den natürlich direkt als Rechtsverteidiger umtrainieren. 2 Wochen, das ist auch nice. Denn ich habe mal wieder den Rechtsverteidiger der letzten Saison durch einen nicht verlängerten Vertrag verloren. Und ich habe gerade auch bei den Finanzen gesehen, wir haben, wie kann man denn hier jetzt nochmal das Budget umstellen? So wie es aussieht, kann ich dieses Budget gar nicht mehr umstellen zwischen Wochengehaltsbudget und aktuelles Budget für Transfers. Wisst ihr, wie ich meine? Also irgendwie ist das gerade ein bisschen doof. Keine Ahnung, wo ich das ändern soll. Dem hierbei auch sehr interessant, gar nicht mehr so teuer. 31 zentraler Mittelfeldspieler könnten wir uns als Backup sehr gut holen. Hier nochmal mein aktuelles Team. Wir haben Reservespieler 2, das reicht eigentlich immer so im Prinzip. Jetzt auch nochmal den neuen Rechtsverteidiger ins Spiel getan, in die Mannschaft getan. Und wir haben tatsächlich keine richtig guten Backup-Spieler, vor allem nicht im zentralen Mittelfeld. Okay. Dem hierbei. Ich würde mal sagen, wenn wir den tatsächlich so für knapp 20 Millionen bekommen, ist das ein guter Deal. Direkt mit 18 Millionen probiert und direkt ist das ein faires Angebot. Jawohl, und für 60.000 Gehalt die Woche verpflichten wir ihn. Wir haben einen neuen Supertransfer getätigt mit dem hierbei. Jetzt haben wir endlich für Arnold und Dorsch einen vernünftigen Backup-Spieler, aber wir mussten dem hierbei Schlüsselspieler geben, deswegen kommt er erstmal in die erste Elf. Und jetzt, ja natürlich, hier so ein Innenverteidiger, da könnten wir noch was tun und da haben wir auch noch einen auf der Liste. Und zwar Gvardiol, 53 Millionen Marktwert, schauen, ob das noch reicht, was wir haben. Ich versuch's mal mit 48 Millionen. Ich glaube, das wird nichts. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. War reinste Zeitverschwendung. Verdammter Käse. Ansonsten hätten wir hier vielleicht noch ein Talent von Greuther Fürth. ZOM. Stürmer haben wir eigentlich. Da bräuchten wir keinen. Deswegen, ich würde es tatsächlich hier mit dem jungen Talent Rebiger nochmal probieren, weil wer weiß, wie lange dieses Sprint to Glory noch geht. 4 Millionen kostet er uns als Transfergebühr quasi. Verdient tut er jetzt 7.100 Euro Gehalt pro Woche. Herzlich willkommen beim 1. FC Köln. Spieler zeigt großes Potenzial. Ich guck mal eben nur so, wow, guck mal, ARM, ja, wo wir den noch hintrainieren könnten, so theoretisch. Ich bräuchte ja auch immer noch theoretisch schon rechten Flügelspieler. Ja, das machen wir. Mehr Geld werden wir nicht ausgeben. Wir hoffen mal, dass wir mit der Mannschaft mittlerweile richtig gut im Saft stehen. Wir sparen jetzt nochmal auf diesen Innenverteidiger und dann hätten wir ein wirklich gutes Team, um eventuell auch in der Champions League ein bisschen mitspielen zu können. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Winterpause. Wir sind in der Winterpause angekommen, schauen uns mal die Tabelle an. Platz 4 mit 30 Punkten, 12 Punkte hinter RB Leipzig, die auf Platz 1 sind. Im DFB-Pokal müssen wir mal eben schauen. Oh, wir sind in der dritten Runde ausgeschieden gegen Nürnberg. In der Europa League, nein, sind wir, glaube ich, ausgeschieden in Gruppe D, so wie es aussieht. Schauen wir uns auch mal die Teamzentrale an. Ah, Vertrag läuft aus, Vertrag delegieren. Dann müssen wir natürlich auch noch mal so ein paar Verträge wieder delegieren. Aber schauen wir uns erst einmal die Entwicklung an. Jawohl, Chor plus 1 auf 80. Ansonsten Demir Bay hat sich nicht entwickelt. Arnold entwickelt sich auch nicht mehr. Dorsch auch nicht mehr. Ja, die ganzen guten. Hoffmann minus 1. Mané 89 mal plus 1 immerhin. Und auch Adli plus 1. Ah, den Adli, den müssen wir irgendwann mal direkt anfangen einzusetzen. Vielleicht kann der ja über rechts. 2 Wochen, wir trainieren Adli um, jawohl. Ich weiß gerade gar nicht warum, aber wir haben ein aktuelles Transferbudget von 151 Millionen. Irgendwas ist im August passiert. Verkaufte Spieler, ach nee, verkaufte Spieler, doch. What? Wen haben wir denn da verkauft? 114 Millionen, verdammt, was? Nein! Wer fehlt denn hier? Mein ZOM fehlt hier. Wen hatte ich denn auf der Position und warum ist der jetzt weg? Es ist weg.
Oh Mann. Ah, nein. Ich habe bei Vertragsverlängerung habe ich wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel drin gehabt, weil ich alles delegiert habe. Jetzt ist Olmo bei PSG. Aber wir haben jetzt richtig krass Kohle. Das heißt, wir können uns den Guardiol jetzt auf jeden Fall leisten. 90 Millionen heißt es, Transfersumme nicht verhandelbar. Oha, dann doch noch auf 85 Millionen runter. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein Millionchen oder zwei drin sind. Jawohl, 83 Millionen für Guardiol. Ja, jetzt sind wir hier wieder beim Gehalt. Das ist immer ein bisschen kritisch, gerade in diesem FIFA. Wir bieten mal 70.000 an. Das ist ein bisschen mehr als das, was er aktuell bei RB Leipzig verdient. Und das ist ein faires Angebot. Und wahrscheinlich haben wir auch einfach wieder zu viel bezahlt. Chor hatte sich zwar gerade gut entwickelt, aber natürlich müssen wir jetzt so ein bisschen... Wo haben wir denn jetzt unser Top-Spieler? Sagt nicht, dass... Ah nee, öffnet der Transfermarkt erst noch? Uiuiui, was? Oh. Hoffentlich kommt er nicht erst... Nein, wir haben ihn nicht verpflichtet. Also eigentlich müsste der jetzt irgendwie kommen. Und da ist er auch schon. Jawohl. Ja, es gibt ja diese schönen neuen Animationen jetzt zwischendurch. Das ist zwar jedes Mal die gleiche, nur dass der neue Spieler dann halt ersetzt ist. Okay, das ist, wenn man sich das erste Mal das alles anschaut, ganz nett. Aber im Großen und Ganzen hätte man sich das auch so ein bisschen schenken können, finde ich. Das ist so für, ja, für mich als Content Creator ganz nett zum Gestalten irgendwelcher Trailer, aber mache ich ja sowieso nicht. Spieler mit Vorvertrag ist angekommen. Guardiol ist am Start. Das ist natürlich mega nice. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich wieder auf der ZOM-Position wieder ein bisschen verbessern. Aber auch die Ersatzbank wird so langsam immer besser. Ja, also die Mannschaft entwickelt sich. Aber wir sind natürlich auch, was von Hoffmann angeht, 32. Mané ist auch schon 32. Also so langsam müssen wir mal einen Titel gewinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir denn ZOM-mäßig hier überhaupt noch da? Ja, den Ritsu Doan, den könnten wir umtrainieren. Den würde ich mir jetzt mal versuchen zu holen. Und für 46 Millionen ist das erstmal ein faires Angebot. Und ich muss von mir aus wieder ein Gehalt vorschlagen. Ich bin da ja nie so gut drin, aber ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, dass dieser Deal scheitert. Deswegen, wir haben es ja aktuell 75.000 Wochengehalt und das ist dann auch ein faires Angebot. Und so sieht aktuell die Mannschaft aus. In der nächsten Saison könnten wir uns doch mal um etwas bessere Außenverteidiger bemühen, sollten die sich nicht weiterentwickeln. Aber im Großen und Ganzen haben wir auf jeden Fall ein Team, mit dem wir schon mal deutscher Meister werden können. Vertrag mit Bonic läuft aus. Also hier müssen wir natürlich wieder, ja, ein Jahr verlängern. Das ist erstmal so in Ordnung. Oh, bei Hoffmann, jetzt wird es auch interessant. Keine Freigabesumme, wir nehmen das einfach mal alles so an. Mané ist jetzt auch wieder sehr interessant, haben wir auch geschafft. Und jetzt können wir in die Rückrunde starten. Saisonende. Wir sind in der Tabelle knapp Platz 6. Also doch nicht so weit oben, wie ich es vielleicht gedacht und gehofft hatte. Deutscher Meister wird RB Leipzig. DFB-Pokal gewinnt Eintracht Frankfurt. Wir sind ausgeschieden bereits in Runde 3 gegen Nürnberg. Die Champions League gewinnt, achso, das Spiel kommt erst noch, wahrscheinlich Man United. Europa League gewinnt Manchester City. Wir sind gegen Dortmund irgendwo rausgeflogen. Ich glaube, so viel habe ich... Achso, ja, ich habe ja wieder Conference League gespielt und tatsächlich sind wir im Halbfinale gegen Dortmund raus und Dortmund gewinnt am Ende auch die Conference League. Schade. Schauen wir uns dann nochmal die Teamzentrale an. Ja, Baumann, den können wir definitiv weiterhin im Tor lassen. Guardiol 85, Süle 87. Und warum wechselt so ein Kilian jetzt? Also da, ich weiß nicht, was da schon wieder falsch gelaufen ist. Ja, Dominik Chor plus 1. Ja, Demir Bay und Arnold halten ihre, ja, Niklas Dorsch 81 mittlerweile. Der hat sich dann auch ganz gut entwickelt, wie ich finde. Doan plus 1, auch nice. Hoffmann nur noch 80. Mané minus 1 auf 88. Also langsam müssten wir. Oh, Adli kommt. Statzel plus 1 nochmal. Jawohl, aber auch der wechselt. Leider, ich weiß nicht, warum. Irgendwas stimmt hier immer nicht. Ja, wir können natürlich nur hoffen, dass wir jetzt im nächsten Pack, was wir nochmal ziehen werden, es ist das letzte Pack für dieses Sprint to Glory. Ansonsten habe ich keine mehr da. Mal schauen, was drin ist. Lasst uns den letzten Booster auspacken. Ich hoffe natürlich, dass hier, wie gesagt, jetzt nochmal ein paar geile Spieler da sind. Ja, Lucas Toussaint. Okay, müssen wir mal schauen. Club-Logos sind natürlich total unbeliebt. Masraoui. Talent bei den Bayern, Fragezeichen schon, glaube ich nicht. Kachi, weiß ich jetzt nicht. Ja, auch nicht. Müssen wir schauen, wie die sich entwickelt haben. Da könnte einer für die Abwehr sein. Hoffentlich. Achso, hier steht Mittelfeld. Verdammter Käse, aber guter Abwehrwert. Cheka und ja, Musiala.
Nein, nicht der richtige, verdammt. Auch die Karten sind wieder nicht der Burner. Wir starten rein in die neue Saison und schauen uns jetzt erst einmal das Transferbudget an, 80 Millionen. Und wir müssten uns rechter Flügel, da könnte jetzt was kommen, da müsste vielleicht auch was kommen. Wir haben den einen oder anderen Spieler, den wir vielleicht nochmal für eine Millionchen im Tausch mit dazu geben können. Adli hat sich jetzt leider nicht so perfekt entwickelt. Hatte ich den nicht auf rechts RF entwickelt? Jawohl, und damit ist er auf die 80 gekommen. Wir haben für den Flügel einen richtig temporeichen neuen Spieler. Das heißt, der Hoffmann, der wandert jetzt auf die Ersatzbank. Ja, Chor in der Innenverteidigung haben wir. Dann haben wir Dorsch fürs Mittelfeld. Außenverteidiger, wie gesagt, Sturm, Angriff, bin ich jetzt auch mega überrascht. Müssen wir jetzt nochmal schauen, was die neuen Spieler denn bringen. Ja, wo hier gerade der Kalender läuft. Verbesserungsvorschläge für dieses Format gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt mal alle Spieler gescoutet. Und dann schauen wir uns mal die Transferzentrale an. Ja, der eine, Masraoui, aber den können wir uns leider nicht leisten. Der ist leider auch kein Außenverteidiger. Also der ein oder andere, hier, geil. Außenverteidiger 79er Guest, Toussaint, auch nicht schlecht. Also da sind dann tatsächlich nochmal ein paar gute Spieler dazugekommen. Den können wir wahrscheinlich als LV trainieren. 17 Millionen, den würde ich direkt mal kaufen. 19,9 Millionen. Und jetzt sind wir wieder beim Gehalt. Das ist jedes Mal. Ich mach mal 30. Und das ist ein faires Angebot. Wir haben also einen neuen Außenverteidiger. Und jetzt natürlich die große Frage. Rechtsverteidiger würde gehen. Linksverteidiger würde auch gehen. Wir nehmen Rechtsverteidiger, denn links haben wir ja Da Costa. Und hier hatten wir ja den freien Spieler geholt. Ja, damit Kachi, wie auch immer. So, und jetzt bräuchten wir im Prinzip. Na, im Prinzip sind wir fertig. Also wir haben ein recht ordentliches Team. Mal gucken, was in diesem Jahr geht. Vielleicht noch den ein oder anderen fast 80 plus Backup-Spieler. Transferbudget 62 Millionen. Mal gucken, was da jetzt noch geht. Ja, natürlich Masraoui, aber der ist natürlich, obwohl 65 Millionen. Wir versuchen es mal mit 59 Millionen. Ah, war reine Zeitverschwendung. Okay, habe ich fast mitgerechnet, dass der natürlich viel zu teuer ist für uns. Eventuell sogar einen So nochmal. 30 Millionen als Backup fürs zentrale Mittelfeld. Im Prinzip könnten wir auch Gulaschi, weil der hat keinen Verein. Können wir so, kriegen wir geschenkt. Ja, jetzt müssen wir natürlich dem Peter einen, ein ordentliches Gehalt vorschlagen. Ich würde mal sagen, wir machen wir 29.000, schauen, ob das funktioniert. Wir haben auch nochmal eine neue Nummer 1 für 2 Jahre. Baumann kommt so natürlich jetzt erst einmal auf die Ersatzbank und Gulaschi wird jetzt neuer Nummer 1 Torwart. Ich weiß gar nicht, warum Da Costa keine Bissigkeit hat. Vielleicht müsste der ein bisschen mehr trainieren. Ja, im Prinzip, also wenn, dann würde ich jetzt nochmal irgendwas Junges, Wildes dazu holen, was sich vielleicht entwickeln könnte. Vielleicht den Pepi, der ist allerdings auch nur Stürmer. Ja, der Pepi, der ist jetzt der Einzige, den ich hier tatsächlich aufgrund seines Talentes holen würde. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, wenn ich jetzt nochmal einen 79er Stürmer dazu hole. Ich denke mal, wir lassen es jetzt erstmal so. Vielleicht entwickeln sich Da Costa und Kachi ja auch noch und Adli auf der rechten Seite, Mané, Malen und Doan haben wir ja auch neu geholt. Der ist hier noch RM. Ach genau, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. 2 Wochen, bis der sich neu entwickelt hat. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das Ganze einzustellen, dass er sich auch auf ZOM entwickelt. Also nochmal 2 Wochen. Positionswechseloptionen sind jetzt alle abgeschlossen. Wir müssen natürlich in der Rückrunde nochmal wieder hier so ein bisschen auf die Verträge eingehen. Keine Verlängerung? What? Aber wir hüpfen jetzt erst einmal in die Winterpause. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wo sind wir in der Tabelle? Wieder nicht ganz oben mit dabei. 34 Punkte. Das heißt, wir sind nur 2 Punkte hinter dem VfL Wolfsburg, 1 Punkt hinter den Bayern. Nice. Im DFB-Pokal sind wir im Viertelfinale gegen Augsburg. In der Conference League sind wir Tabellenführer und spielen in der Vorrunde. Nee, gar nicht wahr. Nur die zweiten spielen in der Vorrunde. Wir sind also im 16. oder im Achtelfinale. Keine Ahnung, wie das da ist. Gulaschi leider -1. Baumann -2. Vertrag würde auslaufen, da kümmere ich mich gleich drum. Ansonsten schauen wir mal. Jawohl, Guardiol und Süle jeweils +1. Molchik auch nochmal +1. Also ja, es macht Fortschritte. Kachi, mein neuer Rechtsverteidiger auf 81, war auch ein gutes Ding. Demirbay hält sich, Arnold hält sich, Dorsch hält sich auch. Dann haben wir Florian Flick +4. Jawohl, was ist denn da los? Doan +1 auf 84, Hoffmann -2, Mané -1, Adli +3, auch geil, hat eine Laie gefordert. What? Dann haben wir da einen Sebiger +4, auch geil. Donny Malen, Vertrag läuft auch aus, also jetzt muss ich mich erstmal um Verträge kümmern. Alle Verträge sind verlängert, deswegen gehen wir jetzt rein in die Rückrunde und sehen uns am Ende der Saison.
Sieht nicht ganz so rosig aus am Ende der Nein! Ich habe die letzten drei Spiele verloren. Ich habe ja die Kalendersimulation gesehen und habe ich das letzte Spiel verloren. Ich weiß gar nicht, ist aber auch egal. Wir sind deutscher Meister. Pokalsieg, deutscher Meister. Geil. Also Pokalsieg nicht in dieser Saison. Wir sind im Halbfinale gegen Leverkusen ausgeschieden. Leverkusen gewinnt. In der Conference League konnte ich auch beobachten, wie wir das Hinspiel noch geführt haben gegen, wie heißen die? Alter, CFR 907 irgendwas. Und im Rückspiel leider 0-2 verloren. Deswegen sind wir dann zu früh ausgeschieden. Jetzt die spannende Teamzentrale. Gulaschi hat sich verletzt. Zum Glück hatten wir noch Baumann. 83 und 80 die beiden Torhüter. Sonst in der Abwehr. Ja, Guardiol, geiler Transfer. Neben Süle auch nochmal plus 1, Wahnsinn, Dominic Coe als Backup. Dann Rechtsverteidiger Chachi, wie auch immer, plus 2 auf 81. Dembele auch nochmal plus 1, Arnold Hedi 83, Dorsch 81. Flick plus 4, das hatten wir ja. Dann haben wir Doan plus 1 auf 84. Dann haben wir Hoffmann. Ja, okay, der wechselt, der wollte auch nicht verlängern, der Sack. Mané, minus 2, sehr, sehr schade, so langsam. Was? Warum? Was? Wieso wechselt der? Der hatte doch... Och nö, bestimmt schon wieder so eine Freigabeklausel, die ich da übersehen habe. Oh. Na gut, dann haben wir Sebiger, der kann das auf jeden Fall in der nächsten Saison übernehmen. Und Donny Mahl hält die 85. Ja, das ärgert mich maßlos mit Adli, dass der uns schon wieder verlässt. Da, Transferzentrale, was haben wir denn da? Ha, Pepi, den hätte ich mir holen sollen, der hat sich ganz gut entwickelt. Dann haben wir noch den Masraoui. Könnten wir uns in der nächsten Saison sogar theoretisch leisten. Also das wäre jetzt nochmal, ja, wir müssten uns aber auch wieder offensiv schon mal vorbereiten auf die Zeit, wenn jetzt ein Mané nicht mehr da ist. Ist er jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich würde jetzt sagen, die Mannschaft ist eigentlich ganz nice. Natürlich noch nicht so richtig geil, aber auf jeden Fall auch nicht so richtig scheiße. Adli, das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht kaufe ich den auch zurück. Ich weiß noch nicht, auf jeden Fall. Mal schauen, wir gehen auf jeden Fall. Ach komm, ein Booster, ich gehe nochmal eben zur Tanke. Bin wieder da. So, einen habe ich mir nochmal gekauft. Das ist jetzt wirklich der letzte, ansonsten wird mir dieses Spiel hier auch zu teuer. So, mal gucken, hoffentlich ist nochmal einer dabei. Vielleicht hat der sich ja in den letzten Jahren ganz gut entwickelt in dieser FIFA-Simulation. Dann haben wir hier nochmal Becker, Starspieler. Wir müssen halt schauen, wie haben die Spieler sich entwickelt. Sind das in FIFA, ja, Dinky, ich weiß es nicht. Sind das hier Talente? Ist Emre Can überhaupt noch dabei oder schon Karriereende? Eggestein, Freiburg, das könnte interessant werden. Pichler, weiß ich nicht. Gamboa. Niklas Stark müssen wir schauen. Dennis Diekmeyer, ist der vielleicht schon in Rente? Ich weiß es nicht. Wir starten in die nächste Saison mit einem Transferbudget von 108 Millionen. Schauen wir uns doch mal die Transferzentrale an. Was gibt es hier? Was, ja, womit könnten wir uns verbessern? Ich hatte einen rechten Flügelspieler, glaube ich, am Start. Dinky. Ah, genau. Die ganzen neuen wurden natürlich alle noch nicht gescoutet. Deswegen gehen wir mal kurz irgendwie auf den Kalender. Ich habe gerade das Problem, dass ich nur eine 47er Trainerbewertung habe und jetzt schon zum zweiten Mal in Folge gefeuert wurde. Spielstand neu geladen. Ja, ich muss jetzt erstmal den Vorstand von 47 ein bisschen hochbekommen und ich muss irgendwie einen Stürmer verpflichten, damit das Ganze funktioniert. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal Pepi. Faires Angebot für Pepi. Wir haben also einen neuen Stürmer verpflichtet. Das hat jetzt... Hä? Verpflichte einen wichtigen Spieler, Mannschaftsposition, Stürmer? Habe ich doch gemacht. Okay, also 47 Manager-Popularität ist jetzt nicht gerade hoch. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch kurzfristig machen kann, damit das... Ja, Jugend Academy, da müsste ich natürlich, ich habe gerade nochmal einen Scout losgeschickt, aber jetzt auf kurzfristig ist das natürlich alles. Ich könnte nochmal versuchen, einen Profit von 5 Millionen zu erzielen, aber dazu müsste ich ja auch Spieler verkaufen. Also ich kann jetzt natürlich nur hoffen, dass wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen vorrücke, dass ich da nicht direkt gefeuert werde. Schauen wir mal, wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal probiert und ja, wir fliegen immer raus. Ein letzter Versuch, schauen wir mal. Ja, und immer zum ähnlichen Zeitpunkt, wir wurden bei Köln entdeckt.
lassen. Ist sehr, sehr schade. Ach, ja, hat Spaß gemacht. Ich habe, keine Ahnung, bestimmt 10 Euro jetzt oder noch mehr in diesen Boostern rausgehauen. Checkt auch für mehr Magic Attacks Videos meinen Unboxing-Kanal Ben Masterful Unboxing ab. Und ja, es ist leider frustrierend, aber ich komme hier nicht weiter. Falls ihr Tipps habt, wie man das Ganze natürlich, also einen Spielstand habe ich. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal fortführe, aber ach, es nervt mich tatsächlich selbst so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe es jetzt zum dritten Mal versucht und ich habe immer mal ein paar Sachen probiert und ich komme einfach nicht über diesen Punkt hinaus. Ich werde immer wieder entlassen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind frustrierend. Macht mir Vorschläge für weitere Sprint to Glories. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.